Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute soll es um das Thema Hörbuch hören gehen und welche 5 Möglichkeiten es irgendwie gibt. Es wird natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten geben, aber ich möchte euch 5 Apps, Programme, Tarife vorstellen oder ja eben einfach Möglichkeiten, wie ihr Hörbücher hören könnt und werde euch da ein bisschen Vor- und Nachteile mitgeben und ja auch wie ich höre. Und ja, wenn ihr schon länger auf meinem Kanal seid, wisst ihr ja, dass ich sehr viele Hörbücher höre, sehr regelmäßig. Ich auch zum Hörgenuss des Monats gehöre als festes Stammmitglied. Da gibt es ja immer am letzten Donnerstag im Monat ein Video. Das heißt im Grunde schon übermorgen, wenn ihr das Video jetzt seht, sollte eure Abo-Liste wieder voll sein von uns Mädels und unseren Hörbuch-Tipps. Und ich liebe es, Hörbücher zu hören. Ich werde auch immer gefragt, wann ich Hörbücher höre und was ich daneben mache. Also es ist natürlich schon häufig so, dass ich es als Nebenbegleitung sozusagen zu Tätigkeiten nutze. Egal, ob ich aufräume, ob ich irgendwas im Garten mache, ob ich Auto fahre, ob ich im Einkaufen vielleicht auch unterwegs bin. Natürlich für sowas zum Puzzeln eignet sich, finde ich, auch ein Hörbuch richtig, richtig gut. In der Badewanne, was auch immer. Ich bin aber auch jemand, der sich wirklich hinsetzen kann und einem Hörbuch lauschen kann. Also wie wenn ich eben selbst lesen würde. Also meine Lesezeit kann ich im Grunde auch als Hörzeit nutzen. Ich kann mich tatsächlich auf meinem Balkon setzen, Ohrstöpsel rein und kann dem Hörbuch folgen und ich kann dem auch folgen. Es gibt auch Momente, wo ich es nicht so nutze, zum Beispiel tatsächlich bei einem Spaziergang. Da wäre ich, wenn überhaupt, eher so der Musikmensch, aber da genieße ich sehr oft ganz bewusst die Stille und die Naturgeräusche, außer das Hörbuch ist sehr, sehr spannend. Dann muss es überall mit hin. Ja, welche Möglichkeiten gibt es und welche nutze ich davon auch? Ich glaube, das Bekannteste, was es irgendwie gibt zum Hörbuch hören, ist definitiv Audible. Ich glaube, gerade wenn man auf BookTube unterwegs ist, ich glaube, jede zweite Werbung ist eine Audible-Werbung. Und es gibt eine Alternative, beziehungsweise etwas, das sehr gleich funktioniert, und zwar ist das Tolino. Also auch im Bereich für Thalia gibt es zum Beispiel eine sehr ähnliche App. Deswegen möchte ich die beiden zusammenfassen, denn ich habe diese Tolino-App jetzt auch genutzt im April, habe mir da 2 Hörbücher heruntergehalten, denn es gab von Thalia eine Aktion, dass man Hörbücher zum halben Preis bekommen hat, aufgrund der Schließungen und Ähnlichem, was jetzt eben im März, April so ein bisschen aktuell war. Kann man die sehr gut vergleichen, die sind sich sehr ähnlich. Ja, da kann ich jetzt ein bisschen was erzählen. Es gibt bei beiden ein monatliches Abo, was 9,95 € kostet. In diesem Abo ist ein Hörbuch inklusive. Das heißt, ihr zahlt für ein Hörbuch eben diese knapp 10 € und habt dann den Vorteilspreis für alle weiteren Hörbücher, dass die in der Regel auch nur 9,95 € kosten. Es gibt sehr viele Hörbücher, die teurer sind. Ich habe jetzt zum Beispiel bei den beiden, die ich mir geholt habe, Tolino, darauf geachtet, dass sie zum Beispiel jetzt im Originalpreis 15-16 € kosten, damit die Hälfte im Grunde noch günstiger war als die Regel. 10, die ich sonst bezahlt hätte, aber eben auch nicht zu viel, also dass sich die Hälfte im Grunde noch gelohnt hat. Manchmal gibt es auch Hörbücher neben dem Abo-Preis zum halben Preis. Das sind manchmal kürzere Bücher, das sind manchmal ältere Bücher, das sind Bücher, die zu einer Aktion gehören. Und dann bekommt man eben für ein Guthaben 2 Hörbücher. Es gibt auch immer mal Aktionen bei Audible, da wird einem in der App oben eingeblendet, kaufe jetzt 3 Guthaben für zum Beispiel nur 22 €. Da könnte man dann eben auch zugreifen, was dann eben tatsächlich halt den eigentlichen Preis auch reduziert. Die Vorteile, und da spreche ich wirklich von beiden Apps, weil die nehmen sich nicht sehr viel, ist definitiv die einfache Bedienung. Egal, ob man im Shop unterwegs ist, ob man in seiner Bibliothek unterwegs ist, das funktioniert alles sehr übersichtlich, sehr intuitiv. Das ist was, was ich sehr mag, was ich sehr schätze, wo ich auch immer mal, gerade zum Beispiel bei Neuerscheinungen suche, was ist da? Man kann auf den Sprecher klicken, wenn man da jemanden toll findet, dann die Hörbücher, die er gesprochen hat. Das funktioniert bei beiden Apps super, finde ich wirklich für einen technischen Laien, der sich nicht zu sehr mit diesem Kram beschäftigen möchte, richtig super. Ganz wichtig ist mir persönlich die Geschwindigkeitsanpassung. Das ist für mich ein großer, großer Vorteil, dass es hier stufenweise wirklich möglich ist bei beiden Apps, dass man eben von der normalen Geschwindigkeit, man kann in die Minusgeschwindigkeit gehen, wenn man möchte, aber eben auch relativ weit nach oben, sodass ich bin sehr oft bei der doppelten Geschwindigkeit, sodass ich das einstellen kann, auch stufenlos einfach mal sagen kann, oh, jetzt ist hier vielleicht eher so 1,8 oder mal 2,1. Das funktioniert bei beiden problemlos, finde ich mega. Man hat
bei beiden Apps eine sehr, sehr, sehr große Auswahl. Gefühlt alles ist dabei. Es gibt gekürzte, ungekürzte Varianten. Es ist jeder Bestseller, der im Grunde auch ein Hörbuch hat, ist mit vorzufinden. Das ist wirklich eine Riesenauswahl. Man findet da gefühlt wirklich alles. Es gibt zum Teil eben auch gekürzte Bücher. Man hat, das sehe ich zumindest bei Audible sehr häufig, dass oft dann zum Beispiel Audible exklusiv auch das ungekürzte vorhanden ist. Das ist für mich eben ein Pluspunkt. Ich möchte an und für sich kein gekürztes Hörbuch hören. Also ich überlege zum Beispiel bei der Passage-Trilogie den Übergang jetzt zu hören, den gibt es aber nur gekürzt. Ich möchte aber auch bei einem Reread eigentlich keine Seite irgendwie verpassen. Und ich kann verstehen, dass man manchmal irgendwie Bücher vielleicht kürzen möchte, warum auch immer. Ich verstehe es eigentlich nicht, aber ich kann verstehen, dass jemand vielleicht anstelle 15 Stunden lieber sagt, oh, das dauert jetzt nur 12. Ich weiß es nicht. Also ich finde es tatsächlich irgendwie eine Erfindung, die ich nicht so gut finde. Aber bei Audible zum Beispiel gibt es sehr oft dann das ungekürzte, also das regulär lange, dann exklusiv. Aber bei beiden findet man sehr häufig sowohl als auch. Es gibt bei Audible zum Beispiel auch exklusive Podcasts, die man sich anhören kann, die auch mit einer Folge pro Woche zum Beispiel kommen. Ich habe da zum Beispiel eine Meditationsanleitung mal ausprobiert vor einiger Zeit. Ich habe jetzt auch diese Dark Sleep zum Beispiel. Dark Sleep? Nein, Deep Sleep. Keine dunklen Träume, sondern tiefe Träume. Das ist eben auch so eine Entspannungs-App, die einen da herunterholt und mit gewissen Atemübungen und ja, so einer geführten Meditation, wenn man möchte, einen in den Schlaf bringt. Gibt es ganz spannende Podcasts, kann man, die findet man dann auch in der Bibliothek, da kommt dann auch immer eine neue Folge dazu. Ja, funktioniert für mich auch unproblematisch. Das Schöne ist ebenfalls bei beiden Apps, dass man ja, das Abo, was man hat, ja, im Grunde pausieren kann oder auch kündigen kann und dann aber die Hörbücher dennoch im Account behält. Also selbst wenn man die Mitgliedschaft beendet, gehört einem ja das Anhörrecht, wenn man so möchte, und man kann eben weiterhin auf die, für die man bezahlt hat, im Grunde zugreifen und die weiterhin anhören. Das finde ich wirklich sehr praktisch und sehr schön, besonders auch das Pausieren. Das tritt bei mir sehr häufig ein, wenn ich ja, 2, 3 Hörbücher zum Beispiel auch als Rezensionsexemplar bekomme oder auf eine andere Variante dann Hörbücher höre, wie jetzt zum Beispiel in der Tolino-App, dann brauche ich natürlich nicht einen Gutschein, gerade in dem Monat auch bei Audible. Also, na, man weiß ja so in etwa, wann man was hört oder in welchem Zeitraum. Ich versuche da diesen Sub möglichst klein zu halten. Der Nachteil beider Apps ist, dass es im Grunde keine Flat ist, sondern nur ein Abo, was einem im Grunde auch nur ja, ein Hörbuch beschert. Es ist im Grunde wie bei einer Zeitschrift. Man bekommt die monatlich ein Magazin und alle anderen müsste man sich eben dazu kaufen. Also wenn man vom gleichen Verlag ausgeht, ja, das finde ich ein bisschen schade. Es ist aber dennoch nicht ganz so schlimm, wie ich finde, aber es gehört natürlich einfach zu den Nachteilen dazu, denn es kann eben als Vielhörer definitiv einfach teuer werden, wenn man hier denkt, ja, man hat hier einen besonderen Vorteil, weil man dann doch pro Hörbuch einfach nochmal die 10 Euro bezahlen muss. Beide Apps sind bei mir in Verwendung, Audible schon viele, viele Jahre, Tolino jetzt gerade mit einem Hörbuch vor 2 Wochen. Das zweite wird jetzt, denke ich, dann im Mai gehört. Ich muss sagen, mir gefallen beide Apps. Ich verwende die sehr gerne und ich kann da überhaupt nicht groß meckern. Die zweite Möglichkeit ist Spotify. Ja, manch einer kennt es zumindest für seine Musik und auch so hat es im Grunde bei mir begonnen. Aber man kann sogar in der kostenlosen Version Hörbücher hören. Ich selbst habe ja, hier auch im Grunde die komplette App, also für knapp 10 Euro im Monat kann ich alles anhören, ich kann mir Playlists anlegen und so weiter, kann auch offline hören, was man ja, glaube ich, in der kostenlosen App nicht bekommt, beziehungsweise habe dann eben auch keine Werbeeinblendungen. Und man kann auch mit dieser kostenlosen Version bereits Hörbücher hören. Man kann sich Playlisten anlegen mit den einzelnen Kapiteln, die das Hörbuch hat, und kann dann im Grunde auch immer bis zu dem Kapitel löschen, wo man im Grunde gerade stehen geblieben ist. Also es ist leider nicht so, dass man ja im Grunde dann eine Datei, einen Ordner hat, wo alle drin sind, wie man es zum Beispiel vielleicht bei Audible kennt, sondern man muss sich diese Playlist eigentlich selbst anlegen. Und wenn man dann sagt, oh, jetzt war ich bei Kapitel 32, jetzt pausiere ich, dann muss ich im Grunde bis 31 alles löschen. Da hat man keinen Merker. Denn sobald man dazwischen Musik hört, ist im Grunde der Merker weg. Und ja, ist ein bisschen schade. Funktioniert
für mich nicht ganz so gut, aber es funktioniert. Und es gibt eine relativ große Auswahl, zumindest sehr häufig an älteren Hörbüchern, also an älteren Büchern. Und ja, wer da im Grunde sagt, er will jetzt keine Neuerscheinungen lesen, keine Bestseller, die jetzt gerade aktuell sind, da empfiehlt es sich auf jeden Fall bei Spotify vorbeizuschauen. Der Vorteil ist, dass man so viel hören kann, wie man will. Im Grunde ja auch kostenlos. Man muss nicht mal die große App sich kaufen, den Premium-Account, sondern kann auch in der kostenlosen Version dann aber mit Werbung eben hier im Grunde hören. Es ist für mich tatsächlich dann irgendwie eine echte Flat, weil man Zugriff auf alles hat und das jederzeit. Und durch die Playlist-Variante, die ich euch vorhin beschrieben habe, kann man eben auch weiterhin parallel Musik hören oder Podcast hören, ohne dass man sich irgendwie die Quere kommt und dann sagt, okay, ich weiß aber trotzdem Kapitel 32 und man kann einfach weiterhören. Bei Spotify überwiegen aber dennoch bei mir so ein bisschen die Nachteile, denn das Schlimmste ist, man kann die Geschwindigkeit nicht hochdrehen. Und ja, jetzt kann man sagen, es ist ja an sich jetzt nicht das große Problem, doch. Mir sind die Sprecher bei normaler Geschwindigkeit einfach viel zu langsam. Ich finde das viel zu tröge und das ist für mich der Moment, wo meine Gedanken auf Reisen gehen und ich dem Hörbuch nicht mehr zuhöre. Es gibt die Vermutung, dass es daran liegt, dass, also man kann ja zum Beispiel einen Podcast auf Spotify kann man ja schneller drehen, während man das eben bei dem Hörbuch nicht kann. Und das, die Vermutung liegt nahe, dass es eben darauf zurückzuführen ist, dass das Hörbuch im Grunde wie Musik gilt und einen Musiktrack kann man auch nicht schneller stellen, während es beim Podcast eben tatsächlich eine andere Dateienart wahrscheinlich ist, die dann eben höhenverstellbar ist. Ich weiß nicht, ob Spotify daran vielleicht mal arbeitet, dass es dann irgendwann erkennt, oh, es ist keine Musik, sondern da spricht jemand. Aber für mich ist das tatsächlich das K.O.-Kriterium für Spotify, weil ich höre nie Hörbücher auf einer Geschwindigkeit von 1. Nie. Also das, leider. Es gibt, habe ich mir auch sagen lassen, weniger Neuerscheinungen, sondern tatsächlich das, hier Sortiment ist eher so ein bisschen was älter ist. Es kommt immer mal ein neues Buch natürlich mit rein, was auch aktuell ist, aber so ganz aktuelle neue finden sich noch nicht. Je nachdem, was man sucht. Und auch die Suche ist wohl relativ aufwendig. Viele behelfen sich da mit einer zusätzlichen App, aber es ist wohl nicht immer ganz einfach, das so zu finden, was man sucht, beziehungsweise kann man eben auch irgendwie nicht in Kategorien so richtig suchen, aber da gibt es eben Behilfs-Apps, die einem dann helfen, das im Grunde zu finden, was man sucht. Ja, ein bisschen umständlich, ein bisschen unschön und trotz, dass ich Spotify im Premium-Account habe und da viel Musik höre und viel Podcast höre, ist das Hörbuch hören da nicht meine erste Anlaufstelle. Die dritte Möglichkeit ist dann BookBeat, eine App, die es ja noch gar nicht ganz so lange gibt, die ich jetzt in einem 2 Probemonaten irgendwie ausprobiert habe, so knapp vor einem halben Jahr, letztes Jahr im Herbst. Es gibt bei BookBeat 2 Varianten. Zum einen gibt es die Standardversion, die kostet auch rund 10 Euro und man hat 25 Stunden Hörzeit. Möchte man unbegrenzt hören, braucht man den Premium-Zugriff für 19,90 Euro. Und hat da sogar die Möglichkeit, bis 4 Profile in der Familie irgendwie hören zu lassen. Ähnlich wie man es ja zum Beispiel auch von Netflix als Beispiel kennt. Die Vorteile hier sind definitiv auch die einfache Bedienung. Ich fand es auch sehr intuitiv angelegt, sehr einfach, was die Suche angeht. Es war eine große Auswahl zu finden. Es waren auch neue Bücher mit dabei. Und ich fand diese Bedienung wirklich sehr schön und sehr praktisch. Und auch diese Idee, dass man eben für viel Hörer tatsächlich ein unbegrenztes Programm hat, das fand ich tatsächlich richtig, richtig toll. Das Problem so ein bisschen war für mich, dass die 25 Stunden tatsächlich die echte Hörzeit, also meine Hörzeit war, sondern die des Hörbuchs. Also wenn das Hörbuch 10 Stunden angibt, zählen nicht meine 5 Stunden, die ich gehört habe, sondern die 10 des Hörbuchs. Was ich finde, was eigentlich zu den Hörstunden nicht ganz zutrifft. Also eigentlich müsste ein Timer nebenher laufen, was ich höre. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht, wie es laufen würde, wenn man ein Hörbuch abbricht, ob dann trotzdem wenn man von einem Hörbuch, was 10 Stunden läuft, 5 Stunden gehört hat, wie das dann gewertet wird. Aber ja, damit habe ich mich gar nicht beschäftigt, weil ich glaube, ich hatte die Hörbücher in dem Probemonat dann auch alle zu Ende gehört. Aber ich finde die 25 Hörstunden ein bisschen merkwürdig, weil meine Hörstunden sind am Ende einfach eine andere als bei jemand anderen. Und ich
fände schon, dass die echte Zeit irgendwo gemessen werden müsste. Gerne auch irgendwie mit dem Timer. Allerdings muss man sagen, es sind natürlich sehr viele klassische Hörbücher, haben oftmals nur eine Dauer von 10, vielleicht bis 12 Stunden. Das heißt, man bekommt bei den 25 Stunden auf jeden Fall zwei Hörbücher für die genannten 10 Euro, was schon mehr ist als zum Beispiel bei Audible und bei Tolino. Ich sag mal so, ab dem dritten Hörbuch lohnt sich dann im Grunde schon BookBeat. Und bei dem unbegrenzten, da muss man natürlich ein bisschen mehr hören, gefühlt, dass man eben da drüber kommt. Also man muss da einfach auch drauf achten. Wenn man natürlich Stephen Kings S hört, da hat man wahrscheinlich die 25 Stunden schon komplett im Grunde verbraucht. Hört man aber reguläre Hörbücher, kommt man, denke ich, bei den 25 Stunden ganz gut mit zwei, dreien im Grunde hin, sodass man sagt, am dritten Hörbuch lohnt sich dann im Grunde schon eine Premium-Variante und dann lohnt sich auch das Angebot von BookBeat gegenüber von zum Beispiel Audible. Die Nachteile, die ich so ein bisschen empfunden habe, war, dass sehr, sehr viele Hörbücher, die ich gesucht habe und natürlich in einem Probemonat habe ich viel gesucht, was ich finde, was auf meiner Wunschliste steht, dass die gekürzt waren. Also, dass es dann auch nur die gekürzte Version gab und wenn man eben kein Freund von gekürzten Varianten ist, dann tat man sich ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, ob das mit Lizenzen oder Ähnlichem zusammenliegt, beziehungsweise, dass ja wirklich bei Audible zum Beispiel steht, exklusiv für Audible, dann die ungekürzte Version, hat natürlich BookBeat keine Möglichkeit, das anzubieten. Mir persönlich waren es zu viele gekürzte Versionen. Also mir ist das wirklich beim Suchen aufgefallen. Ich habe auch einfach Hörbücher gesucht, die ich schon gehört habe, einfach um zu sehen, was ist das Angebot da, finde ich die Clifton-Saga, finde ich die Passage-Trilogie, finde ich Stephen King und so weiter. Und ich habe auch einige Sachen nicht gefunden und dann eben sehr oft die gekürzten Versionen. Das ist mir in diesem Probemonat doch negativ aufgefallen. Also man sollte da tatsächlich darauf achten, wenn einem das egal ist, dann ist das in Ordnung. Wenn man aber Wert darauf legt, eher das ganze Hörbuch zu hören, da ist mir das zumindest einfach in den Suchen aufgefallen. Bei dem Positiven möchte ich noch sagen, dass man auch hier die Geschwindigkeit anpassen kann, was ich gut fand und für mich eben auch einfach absolut wichtig ist. Man muss natürlich einfach hier ein bisschen darauf achten, ob sich der Premium-Account lohnt, wann er sich lohnt, was bin ich für ein Hörer, höre ich 10 Hörbücher im Monat, dann denke ich, dass sich das auf jeden Fall lohnt. Man muss hier einfach ein bisschen mit seinen Gewohnheiten spielen, einfach sich auch mal beobachten, vielleicht tatsächlich mal den Probemonat nutzen, der angeboten wird. Ist auch oft so, dass man bei YouTubern sehr oft dann zum Beispiel 2 Probemonate bekommt mit einem Code oder ich glaube, es ist ein Monat und 2 Wochen, wenn man das regulär über BookBeat macht. Für mich ist einfach die Hürde so dieses, dass es gekürzt ist und dass es nur 25 Stunden sind. Was ist mit den anderen Varianten, die ich eben nutze, so ein bisschen nicht so als positiv für mich in Erinnerung ist oder von mir so positiv genutzt wird, wie es vielleicht für jemanden, der kein Audible hat zum Beispiel, auf jeden Fall auch genutzt werden kann. Also man muss hier einfach abwägen, welche der Sachen bieten sich für einen an, was nutzt man wirklich, was nutzt man effektiv und sich dann einfach für eine oder zwei der Varianten entscheiden. Dann gibt es noch einen Anbieter bzw. eine App, aber auch eine Internetseite, die ich durch die liebe Ruth vom Kanal zwischen 1000 Zeilen entdeckt habe und zwar Script. Ich packe ihr Video mit den Vor- und Nachteilen auch einfach mal in die Infobox. Ein Programm, was ich eigentlich ganz spannend finde, ich selbst noch nicht ausprobiert habe, aber es trotzdem einfach vorstellen wollte, mit den Erfahrungen, die ich eben so ein bisschen gehört habe von 2, 3 unterschiedlichen lieben Freunden und eben auch jemand im Freundeskreis habe, der das sehr, sehr rege nutzt. Und zwar bin ich darauf aufmerksam geworden durch der lieben Ruth ihr Video. Script ist eine Seite, die ich glaube 9 Dollar pro Monat eine Art Flat anbietet, was so 8 Euro circa sind, also sich in einem ähnlichen Preissegment abspielt. Es ist hier so, dass es nicht nur Hörbücher gibt, sondern auch E-Books, es gibt auch Zeitschriften und ich glaube sogar irgendwie so Notenblätter kann man sich irgendwie herunterladen und dann eben auch sein Musikinstrument weiterspielen. Fand ich ganz spannend, auch wenn ich kein Musikinstrument spiele. Es ist auch tatsächlich hier so, dass es eine sehr große Auswahl ist. Es gibt englische wie deutsche Titel. Man kann hier im Grunde switchen, wenn man eben auch sehr gerne Englisch liest oder hört.
hat man hier auch eine sehr große Auswahl. Ich habe so mitbekommen, dass die Navigation nicht ganz so einfach ist, dass es besonders schwierig ist, eben deutsche Titel explizit zu finden, beziehungsweise da eine Auswahl präsentiert zu bekommen, sondern man hier explizit nach dem Autor suchen muss, um dann eben auch die deutschen Titel zu finden. Es gibt da eben keinen extra Suchfaktor, um eben ja, den deutschen Titel oder eine deutsche Auswahl sich anzeigen zu lassen. Wenn man also weiß, was man hören möchte und keine Inspiration sucht, sondern Wunschlistenbücher, dann glaube ich, findet sich das ganz gut. Wenn man aber irgendwie sich inspirieren lassen möchte, da bietet sich die Seite wohl nicht ganz so ein. Und dann, glaube ich, ein großer Kritikpunkt, den ich bei Root in Erinnerung habe und den mir auch meine Freundin so ein bisschen erzählt hat, ist, dass dieses Unlimited, also dieses Unbegrenzte, nicht tatsächlich Unlimited ist. Also es ist wohl so, wenn man irgendwann Listen angelegt hat mit den Büchern, die man hören möchte, seine Hörwunschliste, wenn man so möchte, und man kommt irgendwie über 2 Hörbücher im Monat, dass diese Liste kleiner wird mit den Titeln, die verfügbar sind. Also es werden einem dann manchmal eben Bücher gar nicht mehr angezeigt, beziehungsweise ja, sind die eben einfach nicht mehr verfügbar in der Oberfläche und man muss dann warten, bis der nächste Monat beginnt, um dann eben den Titel wieder zu hören. Ich finde das so ein bisschen, ja, merkwürdig, weil entweder bin ich eine Flat oder ich bin eben keine. Und ich finde es sehr schade, dass das Angebot dann eben begrenzt wird. Jetzt kann man sagen, gut, wenn aber dann natürlich noch andere Titel da sind, dann findet man immer irgendwas zum Hören. Ja, das sagt meine Freundin auch. Sie hat auch schon die Erfahrung gemacht, dass es hilft, Titel nicht in eine Liste zu packen, weil dann natürlich auch niemand weiß, dass man sie hören möchte, bevor sie reduziert werden. Aber es ist wohl sehr häufig so, dass neuere Bücher dann grundsätzlich verschwinden und gar nicht mehr angezeigt werden. Und sie hat das eben bei den Hörbüchern sehr stark festgestellt, weniger wohl bei den E-Books. Also das ist wohl eher unkomplizierter, so ein bisschen auch, wie es natürlich eine Online macht. Aber ja, das hat sie so ein bisschen erzählen können und dass die dann eben auch einfach weg sind und dann erst im nächsten Monat wieder da sind. Bedienungstechnisch nicht ganz einfach, ein bisschen unübersichtlich. Es geht wohl sowohl über eine Internetseite als auch, dass es eine App gibt. Geschwindigkeit kann man anpassen, das ist alles gar kein Problem. Auch hier dieser Vorteil, der mir zum Beispiel einfach wichtig wäre, aber eben, dass es dann doch keine echte Flatrate ist, das ist so ein bisschen der Beigeschmack. Ich selbst habe es noch nicht ausprobiert, habe mich jetzt hier einfach auf die Aussagen ja, der lieben Menschen verlassen und wollte euch das einfach mitgeben, weil natürlich für 8 Euro dann auch noch E-Books inklusive sind und selbst bei den 2 Hörbüchern hat man sich ja im Grunde schon was gespart. Also na, man bekommt hier ja für den Preis, was man bei Audible einmal im Monat bezahlt, im Grunde schon 2 Hörbücher, was es auf jeden Fall günstiger macht. Und ja, die letzte Möglichkeit ist dann bei mir die Hörbuch-App. Ich nutze die App Smart Audiobook. Und ich habe hier auch die Vollversion, ich glaube, für 3 Euro mir zugelegt, weil manche Funktionen dann natürlich da auch erst freigeschalten waren. Ich ja, kaufe mir durchaus eben auch einfach mal Hörbücher, beziehungsweise zum Beispiel sonst eigentlich über thalia.de den Download und habe mir dann eben die Datei auf mein Smartphone gepackt. Jetzt weiß ich, dass es eine Tolino-App gibt, die macht es ein bisschen einfacher. Aber man kann so im Grunde einfach sich auch eine CD zum Beispiel gebraucht kaufen, kann die auf dem PC laden und dann aufs Smartphone packen oder eben auch die CD einfach hören. Kann man natürlich auch, wenn man noch einen CD-Player hat. Ich nutze diese App jetzt schon relativ lange, weil ich von einer lieben Freundin, als ich so Clifton-Saga süchtig war, sie hatte die im Grunde bei sich zu Hause auf der CD und so konnte ich mir die dann eben einfach aufs Smartphone laden, die Dateien, und konnte mir das anhören. Ich mag diese App sehr, sehr gerne, denn sie hat auch eine sehr einfache Bedienung, sehr intuitiv. Man hat eine Bibliothek, man sieht wohl, was liest man gerade, wo ist man. Das merkt sich diese App alles. Die Geschwindigkeit kann in Stufen verstellt werden. Und ich kann natürlich auch immer nur die Hörbücher auf dem Smartphone haben, die ich eben gerade höre, die ich gerade brauche, und die ich gehört habe, werfe ich runter, um natürlich auch einfach Speicherplatz ein bisschen zu nutzen. Man kann die Hörbücher immer wieder hören, weil die CD oder diese Datei hat man ja zum Beispiel auf dem Rechner und kann die dann natürlich immer wieder mal aufs Smartphone laden, das wieder hören. So mache ich es ja, oder habe ich es letzte Woche gemacht, für Ich bin dann mal weg. Das ist auch eine CD, die ich mir vor Jahren gekauft habe und die höre ich dann immer mal wieder an. Man hat im Grunde tatsächlich die ganze echte Datei, wenn man so möchte, und das Buch immer greifbar, ohne dass man, ja,
Mit den Apps, das finde ich tatsächlich sehr praktisch. Es gibt ja verschiedenste Apps, wo man eben Hörbücher hören kann. Ich finde das super, dass man eben auch so diesen Weg gehen kann und dann eben auch mal gebrauchte Hörbücher einfach kauft. Beziehungsweise könnte man dann eben auch das Hörbuch wieder verkaufen, wenn man es nicht mehr hören möchte und muss natürlich vorher die Dateien löschen. Na, das ist jetzt selbstverständlich, aber ja, ich mag das mit der App. Ich mochte früher auch über CDs tatsächlich hören, aber ich habe dann eben irgendwann die schnellere Geschwindigkeit gebraucht, weswegen für mich CD-Hören gar nicht in Frage kommt, beziehungsweise ich auch gar keinen CD-Player mehr hätte. Aber ich weiß von vielen, zum Beispiel Arbeitskollegen, die dann eben im CD-Radio da eben ihre Hörbücher anhören und finde das auch sehr praktisch. Das ist nur eine Möglichkeit, in der eigentlich nichts geboten ist. Man muss einfach für die Beschaffung des Hörbuchs dann aktiv werden und kann eine der vielen Möglichkeiten nutzen, die es gibt. Ich finde aber, dass eben auch so eine App ohne irgendein Angebot einfach für die Hörbücher, die man vielleicht auch zu Hause hat und ungenutzt rumliegen, dass man die dann auch einfach nutzen kann. Und das waren sie jetzt auch schon, die 5 Möglichkeiten, irgendwie Hörbücher zu hören. Lasst mich doch gerne in den Kommentaren wissen, welche ihr nutzt, welche Erfahrungen ihr habt, was ihr vielleicht auch noch zu empfehlen habt oder wo ihr sagt, Mensch, geh mir mit dieser Möglichkeit weg oder das und das war überhaupt nicht gut. Lasst mich das gerne mal wissen. Auch wie ihr so ein bisschen zu den ungekürzten, gekürzten Hörbüchern steht, das finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Ob euch das egal ist, ob ihr da Wert drauf legt, ob ihr vielleicht ganz gezielt zu den gekürzten greift, weil ihr sagt, da ist vielleicht die Quintessenz irgendwie des Buches besser herausgearbeitet. Lasst mich das gerne mal wissen. Freut euch auf den Hörgenuss am Donnerstag. Ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf, wenn die Abo-Liste wieder wächst. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.